Hi ho, meine lieben Zwergenfreunde. Willkommen zu einem kleinen, kurzen Video von mir. Ich habe ja bereits in meinem letzten Infovideo angekündigt, dass ich im Augenblick keine Zeit für größere Aufnahmen habe, also nur Fortress-Aufnahmen oder Let's Play-Aufnahmen allgemein. Ich hoffe, das gibt sich demnächst wieder, bis nächste Woche oder so. In der Zwischenzeit, dass nicht gar nichts kommt. Tolles Deutsch. Habe ich mir gedacht, ich mache so kleine Aufnahmen so aus meinen Privatspielen, wenn ich mal ein bisschen gespielt habe. Und ja, ich habe vor kurzem mal so eine Stunde lang wieder angefangen, Dwarf Fortress privat zu spielen, wieder im Hermitenmodus, im Einsiedlermodus, was in unserem Let's Play ja ziemlich schlecht geklappt hat. Und dachte, ich zeige ab und zu mal so den Fortschritt. Mein Privatspiel, dass wenigstens kleine Videos kommen, in denen auch was geschieht oder geschehen ist. Also wie man sehen kann, ich bin schon ein bisschen weiter. Ich bin schon im zweiten Jahr hier gekommen und im Gegensatz zum letzten Mal habe ich auch jetzt ein verteidigbares Haus. Also das hier ist unser Haus. Auf dem Dach haben wir einen Naturschrein und einen Sandial. Umrandet mit Fortifications. Und ja, darunter zwei Bedrooms. Bis jetzt eins jedenfalls für meinen Hermiten und später das hier für Bob. Bob haben wir ja schon unseren imaginären Freund, der gerade nichts zu tun hat. Und ja, darunter ist unser Keller. Hier unten habe ich jetzt die Särge einfach mal hier hingestellt, dass ich nicht so weit gehen muss. Wahrscheinlich werde ich irgendwann hier die Wand einfach zumauern oder hier die Türen hinmachen und den Raum einfach zuschließen, weil ich hier noch die Slabs aufgestellt habe. Von insgesamt 12 Halluzinationen noch, die ich loswerden muss. Eine Ente, hui. Und ja, dann werde ich gucken, dass ich also die nächsten Schritte mal sage, will ich jetzt sagen, dass ich ein bisschen meine Verteidigung ausbaue. Also im Augenblick sieht man hier, dass meine Ziegen müssen es sein. Ja, es sind Ziegen. Dass meine Ziegen hier und meine Felder hier etwas geschützt werden. Also habe ich vor, hier so eine Mauer zu ziehen. Einigermaßen. Und ich habe einen Haufen Remains hier rumliegen. Meine drei Katzen sind da ziemlich fleißig. Es sind mittlerweile mehr als nur drei. Ich habe drei Katzen, drei Kittens und ich habe, glaube ich, sogar einen Falken. Jupp. Und einen Waster, also einen Hahn. Schade, ich dachte, es wäre eine Henne. Aber hey, wenn ich einen Hahn habe, der bringt mir eigentlich so gut wie gar nichts, so eine Henne. Naja, trotzdem behalte ich ihn mal. Ich will mich ja gut mit der Natur stellen, also werden keine Tiere abgeschlachtet. Ich kann die ja für irgendwas sicher trainieren. Jupp. Also der nächste Schritt ist, wie gesagt, hier eine Mauer ziehen. Um den Bereich hier. Hier ist sogar eine Kolonie. Was ist da für eine Kolonie? Bumblebees. Hummeln. Oh. Dann könnte ich hier Hivekeeping betreiben, um mal noch mehr Essen zu kommen, weil im Augenblick ernährt sich mein Hermit hauptsächlich von Erdbeeren, wie man hier in der Küche sehen kann. Haben wir nur 15 Erdbeeren, von denen er sich ernährt. Alles andere sind Seeds. Oh, ein bisschen Fisch haben wir noch mittlerweile. Aber das war's dann größtenteils. Jo, da würde ich sagen, gucken wir, zeige ich euch dann meinen nächsten größeren Fortschritt einfach mal im nächsten Video. Was ein paar Tage dauern kann, aber es ist immerhin besser als nichts. Denke ich mal. Also wie gesagt, ich will hier eine Steinmauer drumherum ziehen. Ich habe dafür extra hier unten eine Mine. Also einen richtigen Minenzugang. Brücke hoch. Kommt hier nichts hoch, falls ich auf Caverns stoße und mich was überrennen will. Und hier habe ich angefangen, Minen auszuheben. Also Steine zu sammeln. Ich bin sogar schon auf ein Artefakt gestoßen.
Mal gucken, in welchem Stock liegt das? Finished Goods. Nee, da sind andere Sachen drin. Coffin Bin. Leder. Ja, genau, da zwei Rough Relics. Die kann ich dann im Archäologen-Workshop bearbeiten. Und vielleicht was Nettes draus ziehen. Ich habe außerdem Malachit-Bearing Rock mitgenommen beim Embark, damit ich mir ein paar Rüstungsteile basteln kann. Damit mein Hermit nicht so ungeschützt in Stoffkleidung rumrennt. Ja, das sind so die nächsten Schritte, die ich vorhabe. Also Verteidigung ausbauen, ein bisschen Metallproduktion anwerfen, die Relikte identifizieren und so weiter. Und dann werden wir ja sehen, worauf es hinausläuft. Ob ich gleich wieder im zweiten Jahr überfallen werde, wie im Let's Play. Oder ob das später kommt und ich dieses Mal vielleicht sogar überlebe. Also ich kann mich auf jeden Fall zur Not einbunkern. Zwar nicht für lange, weil ich halt nicht viel Nahrung habe und trinken. Wobei trinken geht eigentlich größtenteils. Nahrung ist das Hauptproblem. Aber das kriegen wir auch schon irgendwie hin. Also ich schaue, dass ich Steinblöcke besorge, um das Gebiet hier zu mauern, dass das wenigstens auch sicher ist und weite den Burggraben dementsprechend noch aus. Drumherum. Ich hoffe mal, das war kein Fehler, den auszuhöhlen. Den mit Wasser zu fluten, meinte ich. Weil hier friert leider im Winter alles zu, was etwas schlecht ist. Und ich mich irgendwie wundere, dass im Hermitenmodus die Flüsse immer so komisch aussehen. Das restliche Wasser allerdings nicht. Also ja, das hier ist alles mit Wasser vollgelaufen. Hier fließt nichts, aber der Fluss, der fließt. Aber komischerweise sieht er nur im Hermitenmodus so aus. Keine Ahnung warum. Oh, ach ja, und ich will versuchen, die Remains zu verbrennen zu Asche. Um aus der Asche dann Pech zu machen. Damit ich das Pech in einem Pitch Bracer, kann ich mal kurz zeigen, der ist unter Furnaces. Geh, wo bist denn du? Bracer, Fire Pit. War der doch unter Workshops? Da genau in ein Pitch Bracer, groß O. Genau. In einem Pitch Bracer Feuerpfeile zu machen, um mich besser zu verteidigen. Ja, das ist auch so ein Ziel. Dazu will ich halt gucken, ob ich meinen Sawdust und meine Vermin Remains verbrennen kann. So kann ich auch meinen Stockpile nach drin verlegen. Und immer schön die Vermins verbrennen und die Asche zu Pitch verarbeiten, zu Pech. Und damit Steinfeuerpfeile auf die Gegner schießen. So kriege ich hoffe ich wenigstens mal, dass es klappt. Wenn nicht, nächster Versuch, ganz einfach. Oder mal was anderes. Jedenfalls werde ich euch auf dem Laufenden halten. Also, bis zum nächsten Video.